herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Teil 1 in der Remastered-Version. Ich bin euer Chojin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind im letzten Video hier in dieses unterirdische Labor eingedrungen, aber noch nicht tief genug hinein. Es ist sehr stark gesichert mit mehreren Passcodes und dergleichen. Wir müssen mal schauen, dass wir das Rätsel da unten ein bisschen hinkriegen. Gab es nämlich so ein... Oh, was ist denn mit der Tür? Die ist immer noch zu, ne? Ja, immer noch elektronisch verriegelt. Kommen wir nicht rein. Wir haben unsere Schotti weggelegt und rennen jetzt wieder mit der Magnum rum. Die auf jeden Fall super gegen die Krallenviecher sind. Ich weiß nicht, was stärker ist, die Magnum oder der Granatenwerfer. Oh, der hat Krallen. Er hat Krallen. Er hat Krallen. Und deswegen hat sich ausgekrallt. Genau. Deswegen haben wir das Problem, dass wir sie wieder verbrennen müssen. Aber es kann sein, dass er nochmal ein drittes Mal notiert. Und dann haben wir noch übleren Gegner. Aber bis dahin vergeht hoffentlich noch was Zeit. Wo war der Computerraum? Der war da hinten rechts. Wir haben eine Diskette. Die wollen wir doch direkt mal da anwenden. Ne, hier war das nicht. Hier war das nicht. Ich bin falsch. Genau in der. Da war Schwein gehabt. Der hat noch keine Krallen. Der hätte mich jetzt wahrscheinlich angegriffen. Also, wir haben hier noch eine. Das brauchen sie jetzt nicht. Was ist das denn genau? Prüfen. Bootdiskette. Vielleicht stand ich falsch. Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Ach so, ich muss so ein weiteres Teil finden irgendwo. Hoffentlich nicht in der Villa. Ich habe die hier schon ziemlich lange jetzt, die Diskette, die ich gerade geholt habe. Vielleicht können wir auch hier schon was drücken und es geht eine weitere Tür auf. Hebel zum Öffnen der Türschlösser. Sieht brauchbar aus. Umlegen, ja, aber sicher doch. Sehr gut. Aber es wird keine Tür angezeigt. Ist die Frage, sind die alle drei für die Tür? Ich muss alle öffnen, nur für die Tür, ne? Das öffnet nicht irgendwelche anderen Türen hier. Gehen wir nochmal hier in den Röntgenraum rein. Und muss mir das Dia... den Dia-Filter anschauen. Den wir bekommen haben. Was hat's damit auf sich? Dia-Filter. Oh, da ist was drin. Rote Dias, sie sind leer. Aha. Hat vielleicht doch keinen Nutzen. Kann ich die irgendwo hier anwenden in dem Raum? John Adder, Gail Holland. Nein. Sollten wir vielleicht mal die vier Namen aufschreiben und aneinanderlegen. Das könnte aber auch hiermit zu tun. Auf dem Notizblock steht gekritzelt: Zum Öffnen der elektronischen Tür müssen die Initialien alphabetisch geordnet werden. Haben wir gemacht.
A, B, C, D, E, F, G. Beiden Aufnahmen wurden getauscht. Keine Änderung. Es zeigt mir im Endeffekt an, dass es falsch ist. Und wenn ich sie tausche, sind sie alle rot. Soll ja alles rot sein, ist ja richtig. Alle glühen rot. Nein, nicht anders anordnen. Gehen wir nochmal gerade in die Akte rein. Labor. Im kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, sodass du dich unter meinem Namen und mit dem Namen als Passwort anmelden kannst. Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in der Kelleretage 2 zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten ist. Als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in einem Röntgenbild verschlüsselt. Ich kenne dich und bin sicher, dass du schnell herausbekommst. Hm. Ich wohl nicht. Kann ich irgendwas hier mit den Dias anwenden? Nee. Vielleicht der Bereich, der rot leuchtet. Und dann anschauen, wie der hier heißt. Das könnte sein, ne? Unten der Teil. Wie heißt der Teil? Kolon. Okay, merken wir uns das mal. Kolon. Und dann wird es ja wohl das C sein. Das ist das Teil in der Mitte. Nein, nicht anders anordnen. Ah, nochmal. Ja. Esophagus. Speiseröhre oder was das sein soll. Oder im Lateinischen halt Esophagus. CE wäre das. Ich hoffe nicht, dass es totaler Mumpitz ist, aber ich wüsste sonst nicht. Das Teilchen glüht rot. Und hier haben wir dasselbe Teil. Okay. Sieht nach der Leber aus, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Also Cell. Ist das korrekt? 2 mal L. Testen wir es. Thank you.
Und nochmal. Rausgegangen. Und nochmal John eingeben. Ich hoffe, dass das jetzt stimmt. Ada. Verified. Und was habe ich gesagt? Cell, ne? Permission granted. Awesome. Unlocked. Thank you. Das freut uns sehr. Ja, raus da. Alle anderen müssten auf sein. Wenn sich das nicht wieder von neu schließt, wenn ich falls ich was falsch eingegeben habe. Da wir auch eine Etage tiefer sind, vermute ich, das ist der Raum da drüber. Ja, der ist jetzt auf. Da links oben sehen wir es, er ist grau geworden. Das ist der Schatten, aber das ist der Schatten von mir. Da haben wir eine weitere Disk. Mein Gott, jetzt haben wir alle drei. Aber jetzt müssen wir noch irgendwie zwei Lesegeräte finden. Eingabegerät für den Passcode. Verwenden? Shit. Wollte ich gar nicht. Ha! Ich habe keinen Passcode. Oh gut, ist rausgegangen mit B. Sehr schön. Tja, das ist wohl der Dia-Raum. Eine Leinwand für den Leimprojektor. Der Film ist eingelegt. Ansehen, aber sicher doch. Werbematerial zur bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. Ui, MA39. Cerberus. Oder im Lateinischen Kerberus. Phi 03 Neptune. Hunter. Boah. Tyrant. Bioorganische Waschenforschung. Seht ihr die Person da rechts? Das rechts ist der Wesker. Entwicklungsteam. 83417. Oh, das merken wir uns mal nicht, dass das der Code ist, den wir gleich brauchen. 83417063. Aber es war ein wichtiger Hinweis, dass da der Wesker ist. Also es ist eine ganz wichtige Person in der Resident Evil-Reihe. So, jetzt habe ich die Dias reingetan. Schauen wir uns das Teil nochmal an, was sich jetzt verändert hat. Ich sehe noch nichts. Oho. Da ändert sich was rapide. Und zwar 8, 4, 6, 2. Da sind nur noch die Zahlen wichtig. Ist ja wohl klar, was da abgeht. Schauen wir uns aber erst noch hier um. Ein bisschen shoddy. Okay. Und ein weiterer Text. Sicherheitsprotokolle. Basement Level 1 bis 4. Also es gibt noch eine vierte Etage. Heliport. Nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Erstes Untergeschoss. Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug. In Notfällen wird der Aufzug angehalten. Zweites Untergeschoss. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung. Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Arving. Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher, E. Smith, S. Ross, A. Wesker. A. Wesker muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Tür mit Dreifachschloss.
Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusive Ausgabe Terminals in den einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitro-Verbindung der primäre Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode-Ausgabe Terminals. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforschern mit entsprechenden Berechtigungen vorbehalten. Viertes Untergeschoss. Entwicklung des Tyrant. Oh oh. Nach Verabreichung des T-Virus nicht weiter lesbar. Oh, den müssen wir auch nicht unbedingt in dem Teil kennenlernen. Auf den Regalen stehen Videos. Dies sind Aufzeichnungen der Überwachungskamera. Es ist einfach toll, wieder die Resident Evil-Reihe nochmal zu spielen. Das ist einfach genial. Ist eine super Story, ist ein super Survival-Horror-Spiel. Und diese Neuauflage finde ich echt gut. Also wir sehen schon, wir können hier in den Nebenraum. Ich vermute stark, wenn wir hier diesen Code jetzt eingeben. Ich nehme absichtlich das First Aid Spray da momentan nicht mit, weil es mir so viel Platz wegnehmen würde. So, was haben wir uns aufgeschrieben? 8462. 8462. Awesome. Und da haben wir einen Laborschlüssel. Hervorragend. Mitnehmen. Können wir jetzt hoffentlich die zwei Türen, die Etage darunter öffnen. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit Kenneths Film ansehen. Film ansehen, ja, aber sicher doch. Cool, den haben wir ganz früh im Let's Play gefunden. Übel. Nee, nochmal an sein. Nee, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Ansonsten können wir hier, glaube ich, nichts machen. Wie sieht's vom Platz aus? Oh. Nimm mal nicht mit. Ja, ich muss wissen, ob der Raum dann rot wird. Nimm mal mit. Wir können es notfalls einfach trinken. Oder auf uns drauf sprühen, besser gesagt, ne? Ah, so. Obwohl, wir haben direkt hier die Box. Wir rennen gerade zurück. Genau. So machen wir es. Menge Kram haben wir mit uns hier. Ist echt ein bisschen viel. Aber den Rest brauche ich. Ich sehe wahrscheinlich jeden Moment. Und dann wird es auch wieder lichter. Also vierte Etage noch. Und ich habe schon gedacht, schon, dass wir da kurz vorm Ende sind, aber hier kommt doch noch einiges. Vier Etagen, das heißt, es geht noch mal eins weiter runter. So, jetzt muss ich mal gerade schauen. Vielleicht können wir eins von den beiden Türen da öffnen jetzt. Statt ja einfach nur, sie sind verschlossen. Schlüssel des Labors verwendet. Sehr schön, können wir den nochmal direkt verwenden. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ablegen? Ja, aber sicher doch. Sehr schön. Und ich vermute, in den beiden Räumen können wir auch die Disketten benutzen. Okay, Feinkontakt irgendwo. Wo? Oh Gott, ich sehe ihn nicht. Das ist aber fies jetzt. Okay, wir hören irgendwas. Wir können das Teil hier verschieben.
gibt es hier irgendwo rein. Wir sind auf die andere Seite gegangen. Okay, und du zielst schon direkt auf irgendwas. Das heißt, hier ist irgendjemand. Okay, du bist irgendwas Mächtiges. Eine Art Spinne, die ich mit einem Schuss von meiner geilen Magnum direkt getötet habe. Nice. So viel dazu und mächtig. Ich bin mächtig. Huch, noch ein. Oh, shit. Ah, der zweite Schuss war nicht mehr nötig. Das heißt, ich habe die getötet und sie ist hat noch während ihres Umfallens mir Schaden zugefügt. Das ist übel. Und ich hätte nicht nochmal schießen müssen. Ein Schuss verschwendet, das ist immer schlecht. Hier geht's überall irgendwo hoch. Ich glaube, wir gehen nochmal erstmal in den ersten Raum, oder? Und schauen, ob da noch irgendwo was ist. Wir konnten da ja schon irgendwas wegrücken. Kamera-Switch. Okay. So, was haben wir hier? Gewehrmuni, okay. 12 Schuss ist ordentlich. Da könnten wir gleich auch mal von nehmen, wenn wir wollen. Und hier können wir woanders rein. Scheint aber derselbe Raum von gerade gewesen zu sein, oder? Sagt die Map dazu? Die sagt, das ist wohl derselbe Raum. Sagt aber mir noch, dass im anderen noch irgendwas zu holen ist. Halt. Herunter. Diverse chirurgische Instrumente. Okay. Voller Blut, der OP-Tisch. Das Blut sieht nicht aus, als käme es von einer Operation. Festgerostet und bewegt sich kein Stück. Was ist das hier? Ah, ich dachte schon, scheint die Fensterscheibe zu sein, aber nicht. Ich hätte hier gar nicht reingemusst. Gehen wir mal hier hoch. Jetzt bin ich wo? Jetzt bin ich da wieder. Hä? Irgendwas habe ich gerade nicht durchblickt, oder? Ah, das ist aber nur eine andere Stelle irgendwie. Ja, ja, ich war auf der anderen Seite davon. Ein weiteres Batteriepack. Ein Übertragungsgerät. Hervorragend. Ja, genau sowas haben wir gesucht. Und haben wieder einen Gegenstand weniger mit uns. Dankeschön. Das Regal ist voller Gegengifte. Und wir brauchen wohl keins. Warum wird nochmal der Raum da im Norden noch rot angezeigt? Was habe ich denn da vergessen? Gehen wir mal durch die andere Tür, die wir gerade geöffnet haben mit dem Schlüssel. Klingt nicht gut. Elektrizität. Renne ich jetzt genau rein? Nö. Oh oh. Das klingt gar nicht gut. Ich hoffe, du bist direkt tot.
komischen Spinnenwesen da. Ja, ich würde sagen, eine gute Stelle für den Break. Bis demnächst, euer Chojin.